Hallo zu Backen und Kochen mit Stefan. Diesmal gibt es einen leckeren Nachtisch und zwar ein Waldmeister Buttermilchmus auf Himbeerpüree. Dafür gehe ich jetzt hier in die Werkstatt. Lass uns mal schauen. Für das Mousse, wie der Name schon sagt, benötigen wir Waldmeistersirup, Buttermilch, dann habe ich schon Gelatine im kalten Wasser eingeweicht. Dann brauchen wir für das Himbeerpüree natürlich Himbeeren, etwas braunen Zucker, ihr könnt aber auch weißen Zucker nehmen und ein wenig Zitronensaft und etwas Sahne. Zuerst geben wir den Himbeersirup in einen Topf und erwärmen es etwas, damit wir dann darin die Gelatine auflösen können. Also den Topf auf den Herd. Muss nicht kochen, nur gut warm sein. Wenn der Waldmeistersirup warm genug ist, nehmen wir den Topf vom Herd, drücken die Gelatine aus, die eingeweichte, und rühren sie dann in dem warmen Sirup ein, sodass sie sich auflöst. Dann ein wenig von der Buttermilch dazugeben. So entstehen sicher keine Klümpchen. Ist das dann alles aufgelöst, können wir die Sirupmasse zur Buttermilch geben und alles gut verrühren. Dann die Masse etwa für 20 Minuten kalt stellen, bis sie anfängt leicht zu gelieren, aber sie darf auf keinen Fall richtig fest werden. In der Zwischenzeit habe ich schon versucht, Sahne steif zu schlagen, aber ihr seht, bei mir geht auch nicht alles glatt. Die hier ist jetzt fast Butter, also nochmal neu machen. Der zweite Versuch, Sahne steif zu schlagen, ist dann gelungen. Können wir jetzt weiter verarbeiten. Wenn die Buttermilch Waldmeister Mousse etwas angeliert ist, in einen Topf geben und die Sahne unterrühren, dann in kalt ausgespülte Förmchen geben, abdecken mit Frischhaltefolie und für etwa 4 Stunden im Kühlschrank kalt stellen, damit die Mousse richtig fest wird. Ich verwende hier etwas kleinere Mengen. Normalerweise ist das Rezept für 6 Personen und dann solltet ihr so Schälchen haben, die etwa 200 Milliliter fassen und die zu 2/3 etwa befüllen, sodass ihr für 6 Personen den Nachtisch bekommt. Kurz bevor die Mousse richtig fest ist, kümmern wir uns um das Himbeerpüree. Dafür geben wir Himbeeren in einen Becher, wo wir mixen können, etwas Zitronensaft und ein wenig von dem braunen Zucker. Je nachdem, wie süß die Himbeeren sind, könnt ihr vorher testen. Vielleicht braucht ihr auch gar keinen Zucker. Ihr müsst jetzt keinen braunen nehmen, ihr könnt natürlich auch weißen nehmen. Das Ganze gut pürieren. Und wer die Kerne nicht mag, der kann die ganze Sache nochmal durch ein Sieb durchstreichen. Ich mache das so, ich finde das immer etwas feiner, als wenn die Kerne noch da drin sind. Wenn die Mousse nach etwa 4 Stunden schön fest geworden ist, nehmen wir sie aus dem Kühlschrank, fahren mit einem Messer vorsichtig am Rand entlang und damit er sich löst, dann noch mal kurz in heißes Wasser gestellt, damit der Boden sich auch kurz anlöst, und dann können wir es auf den Teller stürzen.
Ihr seht, mit ein wenig Kraftaufwand ist das Mousse aus den Förmchen gekommen. Nun noch unser Himbeerpüree am Rand verteilen. Mit etwas Minze oder wenn ihr sogar bekommt, Waldmeisterkraut garnieren. Und dann könnt ihr es schon servieren. Die genaue Zutatenliste bekommt ihr wie immer in meiner Facebook-Gruppe. Dort könnt ihr es euch unter Dateien runterladen. Die Adresse blende ich euch am Ende vom Video ein, wird aber auch unten in die Infobox verlinkt. Schaut auch mal nach meinen anderen Videos, gibt mittlerweile fast 70 Stück davon. Freue mich über jeden Kommentar, antworte auf alles, versprochen. Freue mich über jedes Abo, danke dafür. Teilt es auf Facebook oder anderen Plattformen, kein Problem, freue mich darüber sehr. Nun noch das Wichtigste, probieren. Ja, schmeckt total erfrischend, waldmeisterig und leicht süß mit dem Himbeerpüree. Echt lecker, macht's mal nach, lohnt sich. Bis zum nächsten Mal, tschüssi.